du solltest dein Gemüse in alphabetischer Reihenfolge pflanzen. Zuerst Artischocken, dann Spargel, dann Brokkoli, naja. So sollten Fenster aber nicht geputzt werden. Dein Wasser ist nicht seifig genug und dein Tuch nicht weich genug. Lass mich dir ein paar Tipps geben. Ich hasse Tipps. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Oh, danke, Papa Schlumpf. Ich wollte Ihnen doch nur bei der Hausarbeit helfen. Und damit deine eigene vernachlässigen. Du weißt, dass du mit dem Auffüllen der Wassertanks des Feuerwehrwagens dran bist. Oh ja, Papa Schlumpf. Und ich freue mich, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass im Dorf alles richtig läuft, wie du immer so richtig sagst. Was ich jetzt sage, Schlaubi, ist, füll die Wassertanks. Achte darauf, Handy, dass das Seil auch schön stramm geschlumpft ist. Alles in Ordnung, Schlaubi. Sieht aus, als ob das Seil in Ordnung ist, Handy. Also wirklich, niemand weiß mehr, einen guten Nachbarn zu schätzen. Was sagte Papa Schlumpf nochmal, dass ich tun soll? War es... Nein. Schließt die Tore und bringt das Korn in den Speicher. Beeilt euch! Ich glaube, es beruhigt sich. Oh, wir haben Glück gehabt, dass der Blitz nirgendwo eingeschlagen ist. Mein Haus! Mein Haus! Du hast die Tanks nicht gefüllt. Ich wusste doch, ich hatte was vergessen. Schnell, bildet eine Eimerkette. Was soll ich jetzt bloß machen? Keine Sorge, Schlaubi. Wir alle helfen dir, dein Haus zu reparieren. Wir werden ein neues bauen. Das wird Spaß machen. Wenn ihr gerade dabei seid, könntet ihr ein größeres Fenster einbauen, damit ich mehr Sonne kriege? Und wie wär's mit einem extra Zimmer? Und vergesst nicht... Na, Schlaubi, wie schreitet der Bau voran? Oh, gut, glaube ich, Papa Schlumpf. Aber wo soll ich schlafen, solange das Haus noch nicht fertig ist? Wie ihr seht, braucht Schlaubi für einige Tage einen Platz zum Schlafen. Wer bietet sich freiwillig an? Du kannst bei mir bleiben, Schlaubi. Oh, vielen Dank, Handy. Gern geschehen, oder? Das ist meine neueste Erfindung, eine Getreidesammelmaschine für Farmi. Wow! Und wie funktioniert die, Handy? Ich erklär's dir später. Ich muss jetzt weiter an deinem Haus bauen. Du kannst hier machen, was du willst. Nur den Getreidesammler fass nicht an. Hm, keine schlechte Arbeit, aber man könnte sie sicher noch verbessern. Ich werde diese Übersetzung einfach ein wenig strammer schnupfen. Oh. Meine Maschine! Schlaubi, du Schlumpf! Sieht aus, als ob da noch einige Fehler vorhanden waren. Ich wollte dir nur meine Dankbarkeit zeigen. Natürlich kannst du bei mir bleiben, Schlaubi. Wie gefällt dir mein neues Porträt? Toulouse hat es speziell für mich gemacht, bringt meinen Charme sehr gut zur Geltung. Findest du nicht auch? Ich muss mich um die Farben in deinem Haus kümmern. Und fass bitte nichts an. Lass alles, wie es ist. Hast du verstanden? Irgendwas fehlt hier. Ah, ich weiß. Ein letzter Pinselstrich. Perfekt! Vielleicht sollte ich noch ein paar andere Verschönerungen vornehmen, wo ich schon dabei bin. La, 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 la. Oh, ich kann es kaum erwarten, mich in meinen Lieblingsstuhl direkt vor meinen Lieblingsspiegel zu setzen, um mein Lieblingsporträt zu betrachten. Oh, nein, mein schönes Heim! Na, das gefällt dir, Beauty. Oh, nein, nein, nein. Oh, das hat doch vorher hier gar nicht gestanden. Findest du nicht auch, dass es jetzt viel lässiger aussieht? Einige wissen meinen guten Geschmack einfach nicht zu schätzen. Was hast du nur mit deinem Schlumpfbärpudding gemacht? Fehlte noch ein bisschen Salz. No, de bleu, mein Gemälde, es ist ruiniert. Das
dumme Schlaubi! Was nennst du Musik, Schlaubi? Oh, Papa Schlumpf, was soll ich denn bloß tun? Kein Schlumpf will mich bei sich aufnehmen. Sehr richtig, das werden wir auch nicht. Du bist ein schrecklicher Gast, Schlaubi. Na gut, Schlaubi, da du ja offensichtlich nirgendwo bleiben kannst, musst du wohl oder übel mit zu mir kommen. Papa Schlumpf, ich wusste, dass ich mit dir rechnen kann. Wie soll man denn bei all dem Lärm schlafen? Sehr interessant. Ich möchte wissen, was Papa Schlumpf vorhat. Oh, ich verstehe. Natürlich. Oh, bitte nicht. Schlaubi, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Oh. Schlaubi, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir mal ein sehr ernstes Von-Schlumpf-zu-Schlumpf-Gespräch führen. Ich glaube, die anderen sind einfach viel zu empfindlich, Papa Schlumpf. Das ist nicht der Punkt, Schlaubi. Wenn du Gast in einem anderen Haus bist, musst du dich selbstverständlich an die Regeln deiner Gastgeber halten. Auch wenn sie dir nicht gefallen sollten. Aber ich wollte sie doch nur von meinem großen Wissen profitieren lassen. Natürlich, Schlaubi. Aber entweder änderst du dein Benehmen oder kein Schlumpf im Dorf wird dich mehr als Gast aufnehmen wollen. Nun, dann werde ich eben im Wald leben, ganz allein. Und dann werden sie alle weinen. Diese Höhle hier sieht doch ideal aus. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass die Höhle schon besetzt ist. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich bleibe, oder? Gut, dann kann ich es mir ja mal bequem machen. Ich bin sicher, das Leben mit Ihnen wird leichter sein als mit gewissen Schlümpfen. Tja, davon bin ich überzeugt. Stellen Sie sich vor, die hatten die Frechheit, mich rauszuschmeißen. Und warum? Ich habe lediglich versucht, ihr Leben zu verbessern. Ich kann einfach nicht glauben, dass Papa Schlumpf ihrer Meinung ist. Ach, wenn ich an die Zeiten denke, in denen... Warum nur bin ich der Einzige, der Kritik vertragen kann? Das ist der schlimmste Sturm, den ich je erlebt habe. Irgendein Zeichen von Schlaubi? Papa Schlumpf! Schlaubi ist nirgendwo im Dorf zu finden! Er muss seine Drohung zu gehen wirklich wahrgemacht haben. Er ist jetzt da draußen in dem schrecklichen Sturm. Meine kleinen Schlümpfe, wir müssen eine Suchaktion starten und Schlaubi suchen. Schlaubi! Hier sitze ich nun einsam, frierend und allein, während es alle anderen Schlümpfe warm in ihren Häusern haben. Warum nur, warum? Vielleicht sollte ich mich tatsächlich entschuldigen? Ich denke, das hat auch noch Zeit bis morgen. Hä? Oh, oder doch lieber sofort? Unten am Fluss ist er nicht, Papa Schlumpf. Dann sollten wir lieber die Höhlen durchsuchen, Schäfti. Schlumpfspuren! Schnell, folgt mir! Ganz offensichtlich ist Schlaubi nicht mehr hier. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, wir sollten lieber... Die Höhle ist das sein! Hier lang, Schlümpfe! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Ist er verletzt? Ich weiß nicht! Hilf mir, wir werden diesen Stamm benutzen! Oh, Papa Schlumpf, bitte, mach auf! Zuerst werde ich mich bei Torti entschuldigen. Torti! Torti? Torti! Beauty! Beauty? Papa Schlumpf, keiner da? Das gibt's doch nicht, das ganze Dorf ist leer. Schlaubi, Schlumpf. Hä? Mon ami, alle Schlümpfe sind auf der Suche nach dir. Oh, hallo Schlaubi, wo bist du gewesen? Wo ist denn Papa Schlumpf? Er müsste schon längst wieder zurück sein. Sie wollten den Fluss und die Höhlen absuchen. Die Höhlen? Ach du meine Güte, wenn sie die betreten, in der ich war, werden sie in Schwierigkeiten stecken. Kommt schnell! Da, der Stamm bricht! Oh nein, Papa Schlumpf! Schlumpfine, seid ihr da drin? Hallo? Ja, wir sind hier. Papa Schlumpf ist verletzt und die Decke wird gleich einstürzen. Wir müssen sie da rausholen. Jeder Schlumpf sofort hierher! Wir werden es nie schaffen, den Eingang rechtzeitig freizukriegen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ein Loch von einem Murmeltier. Ich versuch's. Hoffentlich führt es auch zur Höhle. Schneller, beeilt euch! Hier gibt es so viele Gänge. Ich werde nie den richtigen finden.
Entschuldigung, meine Freunde sind in Schwierigkeiten. Sie müssen mich zu ihnen führen, bitte. Aus und vorbei! Schlaubi! Hier entlang, beeilt euch! Schnell raus hier! Oh, Decolonge! Für Papa und all die anderen ist es das Ende! Könnt ihr Schlümpfe nicht mal helfen, anstatt da rumzustehen? Was für ein Glück, sie sind gerettet! Hurra! Schlaubi, dein scharfer Verstand hat uns alle gerettet. Diesmal warst du wirklich schlau, Schlaubi. Danke, Schlumpfine. Genau mein Gedanke. Was nun mich angeht, so habe ich jetzt begriffen, wie man sich als Gast in einem fremden Haus zu verhalten hat. Ja, das habe ich. Ist das wahr? Aber jetzt, wo ich doch sozusagen ein Held bin, erwarte ich schon ein bisschen mehr Rücksicht, wenn ich mich schon als Ehrengast in euren Häusern aufhalte. Außerdem hoffe ich, dass alle aus der gemachten Erfahrung etwas gelernt haben. Wie ich schon zu Papa Schlumpf neulich sagte. Sehr bedauerlich, Sie haben nichts gelernt.